Synergy, ein steter Aufbauspiel, niggelnagelneu und es wird schön, bunt und auch ein bisschen knifflig. Es ist die Early Access und damit verbunden die Bitte natürlich auch ein bisschen gnädig zu sein, weil vieles noch nicht implementiert ist. Ihr kennt den Schnack. Ich habe hier schon das Tutorial mal angefangen zu spielen, um mich ein bisschen vorzubereiten. Aber wir machen es einfach nochmal von vorne. Das wäre das hier, das Tutorial. Dann gibt es der Anker und freier Modus, also Sandbox. Wir fangen aber mal hiermit an, damit ihr auch die Möglichkeit habt. Ja, ich will nicht fortsetzen. Achso, fortsetzen doch. Ich dachte schon, das wäre mein anderer Speicherstand jetzt. Und die Geschichte ist folgendermaßen. Eine Gruppe Exilanten, die aus der ausgetrockneten Oase vertrieben wurde, in der sie zuvor gelebt hatte, muss sich trotz ihrer mageren Ressourcen erholen. Doch das Klima fordert sie immer wieder heraus und die Wüste birgt unzählige seltsame und gefährliche Geheimnisse. Let's go. Ihr seht hier schon im Ladebildschirm, hat einen ganz eigenen Grafikstil. Aber davon darf man sich ja nicht täuschen lassen. Ende der Wanderschaft. Zwei Generationen lang lebte unsere Gemeinschaft im Herzen einer Oase und war von den Gefahren der Außenwelt geschützt. Doch wie auch an anderen Orten wurden wir aus unseren Häusern vertrieben. Aber es ist nicht alles verloren. Nachdem wir ein Meer aus Sand überquert hatten, stießen wir auf die Ufer neuer Seen. Egal wie giftig das Wasser dort ist, es wird Glückseligkeit bedeuten, wenn wir es reinigen können. Und das ist auch direkt hier das erste Tutorial-Ding. Wie gesagt, ich hatte da schon mal reingespielt, also die ersten paar Aufgaben sind mir jetzt bekannt. Wir müssen jetzt erstmal Trinkwasser generieren und dazu brauchen wir eine kleine Kette, wie das halt oft so bei Städtebauspielen ist, eine kleine Gebäudekette und die fangen wir hier an. Das ist also so ein Giftmeer. Irgendwas ist hier offensichtlich mit dieser Welt Grausames geschehen. Das einstmals köstlich blaue Süßwasser ist also zu so einer grünen Giftpampe geworden. Das kann man aber ändern, indem man hier diesen Anlegeplatz baut und dort Wasser extrahiert. Ihr seht ja schon, vieles ist natürlich auch schon im Genre so etabliert, wie zum Beispiel dann jetzt hier diese Linien, ne, anhand derer man dann die Kolonie ausrichten kann. Das bauen wir mal hier hin. Dann wollen wir noch ein Klärbecken und einen Wasserturm. Das hier wäre das Klärbecken. Denn es klärt sich ja hier nicht von alleine. Das machen wir hier hin. Und dann brauchen wir noch einen Wasserturm. Und in diesem Wasserturm wird Wasser gesammelt. So, das sind die drei Sachen, die wir jetzt mal zu Anfang bauen. Und während unsere Freunde das machen, gucken wir uns mal das Spiel erstmal so ein bisschen an. Was gibt es hier eigentlich alles? Wir haben verschiedene Ressourcen. Da haben wir zum einen da oben Grundnahrungsmittel, Wasserbeerengemüse oder Carbonknollen. Da haben wir gerade irgendwie gar nichts. Das muss sich natürlich schlagartig ändern, weil die Leute sonst Hunger leiden. Wir verbrauchen bis zu 100 Einheiten pro Zyklus. Ein Zyklus ist, glaube ich, ein Monat oder sowas. Wenn sie nur Grundnahrungsmittel zu sich nehmen. Okay, dann haben wir zubereitete Mahlzeiten. Die müssen vermutlich dann wertiger sein. Ja, füllen 60% der Hungeranzeige. Und die nur 20, alles klar. Also die sind deutlich wertiger, lohnt sich die noch zu verarbeiten. Dann haben wir Wasser. Haben wir auch noch nichts. Aber einiges an Heilmittel, das ist doch gut. Reinigende Heilmittel, Umschläge, Kühlsalbe. In der Zwischenzeit ist der Anlegeplatz fertig gebaut worden. Wir haben veredelte Produkte, Bücher, Musikinstrumente, Kunstwerke, noch gar nichts von. Werkzeuge, Schutzkleidung, auch noch nichts. Technologische Artefakte. Ah ja, die findet man durch Erkunden. Dann haben wir hier rechts Pflanzen. Das sind hier die Dinger, die überall hier auch rumwachsen. Sowas zum Beispiel, Zundersproß. Oder was ist das? Totbaum, keine Ahnung. Das ist hier auch sicherlich irgendwas Organisches. Da haben wir 105 Rinde, 49 Baumstämme, alles klar. Natürliche Zutaten, Wunderkerne, Getreide, Pilzressourcen, Samen, Abfall, Rohstoffe, 5 Boreales Gestein und Kompositstoffe, nix davon. So, dann sehen wir hier ein paar Informationen zur Stadt. Stadtwohlstand. Und ich glaube, ich bin hier aber. Das ist nur die Zeit. Ich wollte es dir nur kurz zeigen. Ich bin noch da, keine Sorge, ich bin noch da. Das ist nur die Geschwindigkeit, die kann ich hier ein bisschen erhöhen. Ich glaube, da sitze ich jetzt nicht so sehr im Weg. Bis zu 4-facher Geschwindigkeit kann man da einstellen. So, jetzt brauchen wir nur noch das Klärbecken. Und das wird hier gebaut. Und das finde ich ganz süß hier. Es ist sehr klein. Wenn ihr auf dem Handy schaut, werdet ihr es kaum sehen können.
Aber da ist doch so ein Hackepeter und der baut jetzt hier dieses Klärbecken. Und es ist auch fertig. Jetzt haben wir alle drei Gebäude. Schritt ist abgeschlossen. Und jetzt müssen wir natürlich Bürger zuweisen. Auch das kennt man, wenn man Genre vertraut ist. Wir wollen zwei Leute auf dem Anlegeplatz haben. Das machen wir hier. Klick, klick. Die kommen da hin und arbeiten. Malizi und Vaste Mala, was auch immer das für Namen sind. Das ist halt so. Und dann wollen wir noch eine Person hier im Klärbecken. Da kann auch nur eine arbeiten. Hier im Steg können wir bis zu vier Leute arbeiten. Dann wird dementsprechend mehr Wasser geschöpft. So, und da kommen sie angedackelt. Da ist sie. Guck mal, die haben auch alle so Atemmasken auf, weil das ist hier alles verdorben. Lebenswichtiges Wasser. Wir besitzen jetzt eine Infrastruktur zur Wasseraufbereitung und die Grundlage für ein gesundes, nachhaltiges Bewässerungssystem. Doch die Jahreszeiten kommen und gehen, sind hektisch und harsch und wir riskieren eine Katastrophe, wenn wir nicht Vorräte für den unmittelbaren Gebrauch beschaffen. Damit Gebäude problemlos funktionieren, müssen wir genügend Trinkwasser speichern, um für eine Dürre gewappnet zu sein. Wasserbeschaffung. Für das Überleben und die Entwicklung der Stadt ist es erforderlich, Trinkwasser zu beschaffen. Da Wasser selten ist, müssen die zunehmenden Bedürfnisse der Bevölkerung mit dem Nachschub und den klimatischen Bedingungen in Einklang gebracht werden. Bestimmte klimatische Ereignisse wie die Trockenzeit können für eine schlecht vorbereitete Stadt katastrophal sein, da die Beschaffung von Wasser nur langsam oder gar nicht mehr funktioniert. Glücklicherweise kannst du im Fenster die bevorstehenden Wetterbedingungen einsehen. Du siehst dort die Wettervorhersage für den aktuellen Zyklus und zukünftige Zyklen. Ein Zyklus ist ein Zeitraum von 40 Tagen, also nicht 30 oder 31, sondern 40. All diese Informationen werden in der Nähe der Wettersteuerung angezeigt. So, und das können wir auch noch machen mit dem Tempo, das habe ich euch ja gerade schon gesagt. Jetzt sitze ich allerdings tatsächlich im Weg, dann schlüpfe ich mal kurz rüber. Denn hier gucke ich überhaupt noch ins Bild rein. Ja, da sieht man das, gemäßigte Jahreszeit. Und wissen wir, was hier auf uns zukommt. Also es ist alles gemäßigt, gemäßigt ist gut. Jetzt müssen wir ein zweites Klärbecken bauen, so will das Spiel von uns. Und dann müssen wir auch noch eine Person diesem Klärbecken zuweisen und dann 20 Trinkwassereinheiten sammeln. Das heißt, wir gehen mal hier wieder rauf und bauen das nächste Klärbecken dann hier. Dann haben wir nämlich unseren Wasserturm direkt im Einzugsgebiet dieser beiden Klärbecken. Ich mag es nämlich, kurze Wege zu haben. Apropos Wege, können wir auch nochmal einen Weg bauen. So. Und vielleicht einmal noch hier. Zack, dass man von vornherein ein bisschen Ordnung und Struktur hier in diesen Laden bringt. So, da kommt wieder unser Bauarbeiter und errichtet das Ganze. Wir sehen hier, wir haben 10 Bevölkerung. 10 Erwachsene, keine Kinder. Aber es dauert dann immer ein Zyklus, bis aus Kindern halt erwachsen werden. Aber ich habe halt noch nichts hier. Gesundheit sieht auch alles perfekt aus. Dann sehen wir hier, wer arbeitet. 5 sind bei der Arbeit, 5 haben andere Aufgaben, also alle sind beschäftigt. Und hier gilt auch, wenn ich jetzt einem Bürger nicht zuweise in irgendein Gebäude, dann macht er halt auch so Sachen wie Ressourcen schleppen oder vermutlich auch das Errichten von Gebäuden ist dann seine Aufgabe. So. Schleppi schlepp. Wenn wir es anklicken, sehen wir doch den Fortschritt. Und wer hier dran arbeitet? Geshen und Paideon arbeiten. Hier hinten übrigens ist unser Stadtvorrat. Der ist natürlich jetzt relativ weit weg. Aber hier sehen wir auch, was da alles drin ist. Das müssen die im Zweifel holen. Guck mal, die machen gar nichts. So, können wir die Namen können wir leider nicht ändern. Was ein bisschen schade ist. Ich packe euch ja mal ganz gerne mit rein. Aber geht halt nicht. So. Ich beschleunige mal das Spiel. Hack, 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 geht schneller, damit unser Klärbecken fertig wird. So, Klärbecken ist fertig. Dann müssen wir wieder eine Arbeitskraft da reinsetzen. Paideon ist jetzt hier am Start. Und jetzt müssen wir nur noch 20 Trinkwasser sammeln. Ja, hier kommen noch Obdachlose dazu. Das machen wir gleich. Da müssen wir natürlich dann auch wieder ein bisschen Wohnstätten errichten. Aber erstmal brauchen wir Wasser. Hier passiert leider gerade herzlich wenig. Wir machen mal, beschleunigen mal wieder ein bisschen. Vierfache Geschwindigkeit ist das Maximum. So, was passiert hier? Warum holst du kein Wasser? Das ist ja einfach eine Frechheit. Können wir hier noch jemanden dazu packen eigentlich? Ja.
Das ist natürlich immer schwierig, wenn man nicht aufs Tutorial hört, sondern irgendwas macht, was das Tutorial gar nicht von einem wollte. So, jetzt haben wir da Wasser drin. Jetzt wird hoffentlich auch produziert. Hier haben wir noch nichts drin. Weder Gift. Ah, was haben wir hier? Die Bewohner der Oase haben zu lange unter den Sternen geschlafen, mit nichts als einem Stück Stoff, der sie von den Extremen des Unwetters schützte. Wir müssen nachhaltige Gebäude als Unterkünfte bauen. Dazu benötigen wir Materialien und Lagerhäuser, in denen wir sie lagern können. Überall in dem Bereich gibt es Steinhaufen, die unsere Bedürfnisse erfüllen können, setzen wir sie weise ein. Für den Bau werden Ressourcen benötigt, die man auf verschiedene Weise beschaffen kann. Eine einfache Methode besteht darin, sie direkt auf der Karte zu sammeln, um an die notwendigen Zutaten zu kommen. Was geht denn hier über Entfernen? Oh, so sehen die hier aus. Okay, alles klar. Damit können wir Gestein aus Steinhaufen gewinnen. Und dazu brauchen wir erstmal diese Steinhaufen, die wir auf der Karte finden können. So, ja, ein bisschen langsamer. Das Wasser müsste jetzt, da ist das Trinkwasser, genau, ist eingelagert. Ich kann hier die Lagerkapazität erhöhen. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt auf 80 gehe. So, machen wir mal, wir arbeiten die hoffentlich noch weiter. Ich nehme jetzt mal eine Person hier wieder raus, weil ich nicht weiß, wie das Tutorial sonst funktioniert. Der Pfeil zeigt uns an, hier, da haben wir diese Steine, diese Steinhaufen. Und die können wir jetzt mit der Entferntaste, also jetzt wird erstmal alles, was entfernt war, ist blau, aber wir wollen ja explizit hier diesen Stein haben. Und jetzt müssen wir ein Lagerhaus bauen. Und da müssen wir 30 boreales Gestein sammeln. Das muss, wie gesagt, ins Lagerhaus. Und da muss man natürlich gucken, dass die Lagerhäuser smart gebaut werden. Kennt man ja. So, dann gehen wir mal hier auf Lager und verteilen. Da haben wir diesen Wasserturm, den haben wir schon gebaut und das ist ein Lagerhaus. Da wollen wir natürlich jetzt nicht nur wegen dieser zwei Knubbel, das muss man ein bisschen besser durchdenken. Wo sind denn noch die übrigen Ressourcen? Hier sind noch super viele von diesen Steinen. Hier sind so ein paar Büsche, die wird man vielleicht auch nochmal gebrauchen können. Deswegen können wir setzen die jetzt... Ja, komm, wir setzen jetzt einfach mal hier in die Nähe, das wird schon okay sein. Vielleicht können wir das sogar hier mit dem Straßennetz noch ein bisschen smarter. Kann ich auch da bauen? Ja, guck mal. Dann setzen wir das so, dann kann man die Straße hier noch lang ziehen. Setzen wir das dahin und für alle Rasterfreunde, damit meine ich jetzt nicht Liebhaber jamaikanischer Musik, sondern Leute, die gerne geometrisch einwandfreie Strukturen als Grundlage für ihre Siedlung haben, so geht das halt ganz gut zu planen. Ja, bitte bauen Sie das ab. Sie können, glaube ich, schon wieder ein bisschen beschleunigen. Dann wird das auch gebaut. Komm, wir machen ein bisschen schneller. Hast du eine Meinung zu Mannerlords? Fragt Püdi. Ja, Mannerlords ist super. Das macht mir Spaß. Ich habe ja auch schon eine längere Session gehabt. Ich werde irgendwann auch mal neu anfangen. Jetzt gibt es ja auch wieder ein paar neue Sachen. Neue Sachen auch, die ich gelernt habe. Und deswegen irgendwann werde ich auch mal wieder einen neues Spiel starten. Das ist schon ein sehr, sehr schönes Spiel. Es gefällt mir echt gut. So, das Lagerhaus nähert sich auch seiner Vollendung. Wir helfen ein bisschen nach, indem wir die Zeit beschleunigen. Sehr gut. Das Gestein haben wir erhalten. Jetzt kommen wir zum Wohnraum. Das ist hier ein bisschen spezieller, denn man muss dort Kellerräume errichten. Um Bürger vor rauem Wetter zu schützen, benötigen sie ein Dach über dem Kopf und müssen in angemessenen Verhältnissen leben. Deine Bürger gehen regelmäßig nach Hause, um wieder zu Kräften zu kommen, essen, trinken und schlafen, was die Positionierung der Häuser zu einer strategischen Frage macht. Ja, weil es gibt ja immer so zwei Schulen, zwei Schools of Thoughts. Das eine ist, es ist völlig irrelevant, wo die Häuser stehen, solange man welche hat. Und das andere, und das ist etwas herausfordernder, ist, man muss schauen, wo wohnen die Leute, denn sie gehen zu Fuß von ihrem Haus zu ihrer Arbeitsstätte und zurück. Und dieser Fußweg wird quasi in ihre Arbeitszeit mit einberechnet. Und wenn sie zu weit laufen müssen, dann ist der Tag vorbei. Dann müssen sie wieder nach Hause und was essen, weil sie sonst verhungern. Und dann sind sie nicht produktiv. Und hier ist es eben so, dass man die Häuser halt auch dementsprechend ein bisschen smart positionieren muss, was ja eigentlich auch gut ist, weil es dann eine Herausforderung ist und es nicht egal ist, wo man irgendwas hinbaut, dann muss man ein bisschen mehr drauf rumdenken. Wenn sie wieder zu Kräften kommen, nehmen die Bürger Nahrung und Trinkwasser zu sich. Diese Ressourcen werden direkt aus einem Keller in der Nähe verbraucht. Aus diesem Grund
müssen die Häuser in Reichweite eines Kellers produziert werden. Ja, Trinkwasser und Nahrung, genau. Aus diesem Grund benötigen alle Lager 20 Einheiten von jeder akzeptierten Ressourcenart, damit die Bürger sie dorthin bringen. Das haben wir gerade schon gesehen, ne? Geforderte Menge, was soll da eingelagert werden und was ist aktuell gerade drin? Im Lagerfenster kannst du die Menge der benötigten Ressourcen ändern oder sogar eine Ressource ablehnen. Ja, das ist ganz sinnvoll, damit wir auch festlegen können, wo die Ware vielleicht gelagert wird, wenn wir das gerne möchten. So. Da alle Ressourcen von Bürgern von einer Anlage zur nächsten transportiert werden müssen, ist es wichtig, genügend Bürger zu haben, die keinem Gebäude zugewiesen sind und deshalb als Kuriere verfügbar sind. Das habe ich gerade schon mal erklärt, also die dürfen nicht alle in einer Betriebsstätte arbeiten, sonst macht ja keiner mehr die Drecksarbeit. Bürger räumen deinen direkten Aufträgen immer eine höhere Priorität ein. Aufgaben, die sie für sie am wichtigsten halten, kommen dann an zweiter Stelle. Du kannst jedoch den Auftrag oder jedes Gebäude von anderen Aufträgen oder Aufgaben priorisieren. Beispielsweise werden deine Bürger die Ressourcen eines Gebäudes, das als Priorität markiert ist, zuerst holen und sammeln. Ja, das ist, glaube ich, auch relativ klar. So, wir machen mal wieder ein bisschen langsamer. Jetzt kommen wir nämlich zu dieser Geschichte mit dem Keller. Und ich glaube, da ist es ganz sinnvoll, ein bisschen vorauszuplanen. Hier sehen wir jetzt schon mal erstmal das Lagerhaus. Da wird jetzt grundsätzlich erstmal alles eingelagert. Wir können ja aber auch eben, wie gerade beschrieben, sagen, dass gewisse Sachen hier nicht rein sollen. Das gibt ja vielleicht Gründe, die einem einfallen, weshalb das besser so ist. So, jetzt brauchen wir einen Keller. Der befindet sich hier bei Lagerung und Verteilung. Das ist ein Keller. Der ist unter der Erde und der hat ein Einzugsgebiet. Das sieht man anhand dieser weißen Linie. Und da müssen wir mal gucken, okay, was ist denn jetzt mal sinnvoll? Ich nehme an, wir können da nicht drauf bauen, so ist es. Und das ist hier dieser komische Torbogen, der Arc de Triomphe. Deswegen wird es vielleicht sinnvoll sein, wenn wir das zum Beispiel so machen. Oder wir sagen, wir bleiben symmetrisch. Für alle Freunde der Symmetrie könnten wir natürlich jetzt sagen, scheiß drauf, wir machen das so. Und können dann einen Weg legen, wobei es ist nicht hundertprozentig von der Breite. Aber ist auch egal. Komm, wir machen das einfach mal so. Es gibt einige Leute, die hassen das. Und das ist ja auch eigentlich das Gute an Männerlords. Da kann man relativ schief und krumm bauen, so wie es halt früher auch war. Es war ja nicht alles eine geplante Siedlung. Und jetzt besitze 3 Häuser in Reichweite des Kellers. Das machen wir natürlich als nächstes. Ich weiß nicht genau, wie das mit den Wegen ist. Sie müssen offensichtlich nicht zwangsläufig angebunden sein, aber 50% höheres Bewegungstempo haben wir auf Straßen und Schienen. Okay. Also es ist nicht so, dass jedes Gebäude an ein Straßennetz angeschlossen sein muss. Das ist ja bei vielen Aufbauspielen der Fall. So, und jetzt bauen wir Wohnraum. Es gibt jetzt hier erstmal 3 verschiedene. Ich glaube, die unterscheiden sich nur anhand der Ressourcen, die dafür benötigt werden. Wir haben hier dieses Steinhaus. Das kostet, Bibiana Steinhaus, kostet 20 Steine. Dann haben wir das hier, 20 Steine, 20 von dieser Rinde. 10 Steine, 10 Rinde. Und 10 Steine und 4, was ist das, Bambus oder sowas? Baumstämme. Also ich glaube, die unterscheiden sich nicht von Komfort oder Schlafplätzen, sondern einfach wirklich nur, welche Ressource man dafür aufwendet, wovon hat man gerade was. Und wir haben jetzt ja diese Steinhäuser. Weil wir Steine abgebaut haben. So, jetzt können wir halt gucken, wie machen wir das jetzt zum Beispiel. Könnten wir sagen, okay, wir machen hier, dann könnten wir einen freilassen, so und dann wieder so. Zack. 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 Ich glaube, man muss halt, wie gesagt, nicht so viel Wege bauen. Das ist dann einfach Geschmackssache, ob man das mag. Es ist halt, an diesen Rasterspielen, und das ist halt die Mehrheit dieses Genres, sind halt so Rasterspiele, ne, muss man mal sagen. Viele mögen das nicht so gerne, andere finden es gut, weil es halt so ein bisschen den Drang nach Symmetrie befriedigt und man da ein Spiel im Spiel hat, dass das alles irgendwie genau passt. Und halbwegs gut aussieht, aber ja, das ist am Ende Geschmackssache, man muss es so nicht bauen. Ich glaube jetzt auch, dass die Anzahl der Straßen hier auch ein bisschen übertrieben ist gerade. Vielleicht könnte ich die hier zum Beispiel auch wegmachen und dann zumindest mal 2 Häuser daran setzen oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie man die wegkriegt. Gibt es ein Entfernungstool? Da, zerstören. Ja, und dann kann man, glaube ich, eher einzelne Straßenabschnitte wegmachen. So geht das, okay.
So. Haben wir alles? Dann müssen wir mal die Leute wieder schuften lassen. So, da laufen sie los. Das geht auch gut voran. Architektur ist ganz süß, ne? Das ist alles so unterirdisch, so ein Stück weit hier auch, ne? Also die Eingänge sind alle im Souterrain. Das sieht aus wie ein Buch. Bisschen. Okay, also wir nähern uns der Vollendung unserer Quest. Das letzte Haus hier muss noch fertig gebaut werden. Bau ist abgeschlossen, sehr schön. Kommen wir mal ein bisschen schneller. Die geben sich alle Mühe. Hälfte ist durch. Und dann schauen wir mal, was uns als nächstes erwartet. So langsam bin ich auch an einem Punkt, wo meine Tutorial-Erfahrung auch endet. So, lebensrettende Neugier. Die Nahrung, die wir mitgebracht haben, wird von Tag zu Tag weniger. Allerdings ist es riskant, die seltsamen stacheligen Früchte zu pflücken, geschweige denn zu essen, die hier in dem Bereich wachsen. Als allererstes müssen wir jegliche Gefahr eliminieren, die Nutzung dieser Pflanzen mit sich bringen könnte. Unser Wissen ist beschränkt, doch der alte Destillateur der Oase kann grundlegende chemische Experimente ausführen. Wenn wir ihm einen mobilen Arbeitsplatz geben, können wir mit den botanischen Studien beginnen. Oh, 4 Erwachsene haben sich uns angeschlossen, das ist sehr sinnvoll. Umweltanalysen. Indem du mit dem Feldlabor Analysen der Umwelt durchführst, kannst du die Eigenschaften von Pflanzen in der Nähe entdecken. Du musst die Umgebung verstehen, um Ressourcen beschaffen zu können, ohne dass deine Bürger leiden oder die Umgebung zerstört wird. Die Erstanalyse, zeigt dir das Ergebnis der Aktion Entfernen und des Erntens von Pflanzen. Oberflächenanalysen gewähren nur Informationen zur Ernteaktion, die bereits freigeschaltet sind. Wenn du eine neue Ernteaktion freigeschaltet hast, musst du eine neue Erstanalyse ausführen. Oh, ist klar. Um ernten zu können, brauchen Bürger ein Erntegebäude. Wird die Aktion Ernten an einer Pflanze ausgeführt, verändert sich das Wachstumsstadium der Pflanze und sie wird nicht zerstört. Diese Aktion ist nachhaltig. Ja, das ist natürlich gut. Brauchen wir. Und der Ernteauftrag bleibt behalten. Alles klar. So. Ein Feldlabor, eine Erntehütte. Da müssen wir was analysieren und da müssen wir 20 Wasserbeeren sammeln. Jetzt müssen wir natürlich versuchen, rauszukriegen, was hier die Wasserbeere ist. Das vermutlich. Stachelbusch, nee. Ja. Stachelbusch. Wir werden es schon rausfinden. So, jetzt können wir mal kurz pausieren. Jetzt kann man noch ein bisschen in die Stadtplanung gehen. Vielleicht ist es im Tutorial gar nicht nötig. Aber man könnte zum Beispiel jetzt sagen, okay, ein Wohnraum hat eine gewisse Größe und zwar ist das 3x3. Und jetzt könnten wir die Stadt schon planen und sagen, okay, 3x3. Dann können wir mit Straßen, wenn wir sagen, okay, hier machen wir 2 rein, dann, ey. So, dann hätten wir hier noch 3. Dann könnte man so. So, dann haben wir 1, 2, 3 mal 3. Dann würde hier noch ein Haus hinpassen. Das gleiche können wir hier machen. Das wäre hier 1, 2, 3. Bam. Bam. Und... Ja, warte mal. Ja, das passt. Genau so. Dann 1, 2, 3. Dann müssten wir... So können wir eigentlich übernehmen. So. 1, 2, 3. Dann hätten wir hier... Terrain abgesteckt für weitere Häuser und kommen da nicht in Konflikt. Die Frage ist ja eben auch, weil die Bürgerinnen und Bürger ja auch zu einem Arbeitsplatz laufen müssen, ist es schon, glaube ich, gar nicht so dumm, wenn man halt schaut, wie, dass man die Häuser nicht unbedingt alle auf einen Haufen setzt, sondern eventuell auch eins mal unten, eins mal oben, je nachdem, wo wir halt Arbeitsstätten haben. So, jetzt könnten wir natürlich auch sagen, jetzt so. Ah ja, das geht sogar, schau mal. Die können wir ja noch sonst entfernen.
Das meine ich, hier bricht es mit der Symmetrie, aber ist egal. So, jetzt ist das natürlich wirklich komplett am Raster ausgerichtet. Ödet einige Leute an, kann ich auch verstehen. Was ist, das ist jetzt hier alles im Einzugsbereich dieses Kellers allerdings, ne? Und den wollen wir auch irgendwie nutzen für die Wohnhäuser. Und die Wiener Party ist sehr gut angekommen zu Hause. Das freut mich sehr zu hören. Gruß auch an Lady, Dranglair und Lady. Wir waren gestern auf dem Mod-Treffen und sind zurück nach Wien. Super, dass das geklappt hat. Und jetzt bauen wir das, was von der Quest erforderlich ist. Da haben wir zum einen hier diese Erntehütte. Und das Feldlabor ist hier bei Strategie. Das ist das hier. Und da wollen wir mal schauen. Wo gehen wir damit hin? Da sind so ein paar Pflanzen, aber am Ende muss der ja überall hin. Diese Büsche, hier ist ja auch Kram. Deswegen ist es vermutlich fast egal, wo das ist. Vielleicht sollten wir das als zweites. Erstmal bauen wir vielleicht die Erntehütte neben das Lager. Auch hier könnte ich sie jetzt natürlich direkt an irgendwas ransetzen, aber hier sind ja auch super viele Sachen. Also das ist schon okay. Wir setzen die jetzt direkt daneben. Und dann setzen wir daneben das Feldlabor. So, dann sind die alle hier zusammen. Und let's go. Wie viel Wasser haben wir gespeichert? Ja, 60 Wasser, alles klar. Sieht man jetzt, woran es denen fehlt. Wohlbefinden, Freizeit, Kultur, Wissen, da ist nicht so viel zu holen gerade. Aber es geht ja auch erstmal ums Überleben, ne? Kinder sind gestattet. Ja, diese Dinger sind fertig. Da muss ich ja eigentlich noch einen reinsetzen auch. Feldlabor. Und Erntehütte, muss ja noch was rein. Das Lagerhaus muss niemand. Zaret ist hier Analysefreund. Das könnten wir zum Beispiel sagen. Der Zundersproß, warte mal. Aktion, entfernen, trimmen, pflücken. So, wenn wir jetzt hier da machen. Warte, kann ich das jetzt hier? Wie war das? Buch des Wissens, Analyseverlauf. Ich möchte das bitte analysieren. Hiermit. Analyse hinzufügen. Erstanalyse. Jetzt kann ich hier was anklicken. Ja, so sieht's aus. So, okay, das wird jetzt analysiert. Erstanalyse. Tap, 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 tap. Aber das ist vermutlich nicht die Wasserbären produziert, oder? Wie lange musst du analysieren? Da wird noch geguckt. Okay, geht mit dem Wissen zurück. Also wir haben ja hier, da sind auf jeden Fall, da sind ja Bären dran, dass wir da oben, da sind auf jeden Fall Bären. Die können wir auch mal mit anklicken. Ist hier irgendwas Wasseriges? Das können wir auf jeden Fall auch mal mit anklicken. Jetzt haben wir drei verschiedene Sachen. Stachelbusch. Wird mir das noch angezeigt? Der wohnt da, guck mal. Das zum Beispiel, das ist ja ganz interessant. Der Typ, der da arbeitet, wohnt da. Können wir das jetzt umsetzen? Nee, ne? Das ist halt blöd. Ich würde das gerne umsetzen, das Haus. Wir haben aber nur zerstören, priorisieren, entfernen. Wir können es leider nicht umsetzen. Schade. Oh, was jetzt? Neuer Zyklus, gemäßigte Jahreszeit. Das ist blöd. Jetzt musst du ja diesen weiten Weg gehen. Ich meine, der Weg ist noch einigermaßen zu bewältigen, aber es wäre schöner, wenn er direkt hier daneben wohnen könnte. Achso, warte. Da. Ne, das ist das. Analysebericht. Wir haben ein paar Analysen reinbekommen. Der Stamm des Zundersprosses ist zu zart und kann nicht für viele genutzt werden, aber wir können die Rinde sammeln und als Baumaterial nutzen. Zunderkeim
Keime erneuern ihre Rinde nach einer gewissen Zeit. Wir können seine Rinde deshalb nachhaltig ernten. Das ist doch super. Der Zunderkeim produziert Zunderkerne, die einen bitteren Geschmack haben, aber für zahlreiche medizinische Zwecke genutzt werden. Wir können sie ernten, indem wir die Staude trimmen. Das müssen wir uns merken. Ich hoffe, es wird jetzt hier weiterhin angezeigt. Was wir damit machen können. Ah ja, genau, da sieht man das. Alles klar. Das heißt, was war das? Irgendwas war mit Trimmen. Da. Zunderkerne. Aber das ist noch nicht das, was wir wollten. Wir müssen noch ein bisschen was analysieren. Wo war denn jetzt die Pflanze? Es wird mir das irgendwo angezeigt. Oh, es gibt einen obdachlosen Burger. Das wollen wir nicht. Wir bauen mal schnell noch ein weiteres Haus. Ah, hier darf ich nicht. Ah, warte mal. Diesen Zundersproß. Den entfernen wir. Oh, warte. Zundersproß muss ich erstmal auf die Erntehütte. Oder wie war das jetzt? Zundersproß. Erntehütte? Wie mache ich das jetzt genau? Eine Aufgabe hinzufügen. Ich wollte die eigentlich wegmachen, damit ich da bauen kann. Jetzt geht er da hin und macht das. Aber das entfernt die leider nicht. Obwohl, das entfernen kann ich, glaube ich, mit dem Tier, genau, darüber kann ich das machen. Ja, jetzt ist die quasi geschützt. Wenn ich jetzt entfernen drücke, so, jetzt, genau, jetzt wird die komplett weggerupft. So geht das. Okay. Wir müssen aber weiterhin noch Sachen fürs Feldlabor. Aber die Reichweite ist auch nicht besonders hoch. Analysebericht, was haben wir hier noch? Durch das Entfernen der Stachelbüsche können wir ihre Zweige sammeln. Da, die Wasserbeeren, die von dieser Pflanze produziert werden, wachsen nur und wachsen nach einer Weile wieder nach. Wir können sie pflücken, ohne das Exemplar zu zerstören. Ha! Siehst du? Aber das ist doch das, was wir machen sollten. Das war wahrscheinlich dann doch, waren das diese hier, war, oder? Stachelbusch. Können wir jetzt pflücken. Da. Stachelbusch können wir pflücken. Komme ich da überhaupt hin? Ne, wir sind, glaube ich, zu weit weg. Oder? Warte. Pflücken. Und jetzt? Macht er das? Muss ich eine neue bauen, oder? Ich weiß nicht, ob der das macht. Ich glaube, das wird nichts. Naja. Hier wird noch was gemacht. Jedenfalls können wir jetzt nochmal erstmal ein Haus bauen. Das hatten wir ja geplant. Das. Hier können wir auch noch ein Haus bauen. Ich glaube, ich muss vielleicht gleich niesen. Ich hoffe, ich kann es noch verhindern durch Geisteskraft. Ein neuer Analysebericht. Oh, Entschuldigung. Ich habe extra den Sound runtergedreht. Es tut mir leid, ich habe den Sound runtergedreht. So habe ich gedreht. War ich wieder da. Aber beim ersten Mal drehen. Das ist so ein GoXLR-Ding. Manchmal funktioniert es nicht. Egal. Entschuldigung. Ich hoffe, es hat eure Ohren nicht. Es war nicht so geplant, dass ihr das hört. Was haben wir? Analysebericht. Wenn man diese Pflanze samt Wurzeln entfernt, trocknen ihre Giftstoffe aus. Dann können ihre Samen ohne Gefahr extrahiert werden. Und das Trimmen von Teilen des Uterfingers führt dazu, dass die Pflanze ihre gesamte Flüssigkeit verliert und abstirbt. Das müssen wir uns alles in Ruhe merken. Oder auch nicht. Vielleicht ist das alles hier schriftlich festgehalten, aber man muss diese Pflanzen irgendwie kennenlernen. Da wird jetzt noch das Haus gebaut. Ich weiß nicht, ob die umziehen. Das ist eher in meinem Sinne jetzt, dass der Weg nicht so weit ist. So, wir müssen jetzt 20 Wasserbeeren sammeln. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob er das jetzt hier macht. Warte mal. Also wir haben hier entfernen. Priorisieren, Baumenü. Wie kann ich das denn jetzt machen? Muss ich vielleicht noch eine zweite Sammelhütte bauen? Eine zweite Erntehütte? Hat das Ding einen gewissen Radius? Bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich baue einfach nochmal eine. Und zwar. Hab
wir nochmal 1, 2, 3. Das ist 1, 2, 3. Dass wir noch... 1, 2, 3. Warte. Sonst 4, ne? 1, 2, ne, 3, 4, so. Da bräuchte ich jetzt hin. Und... Bam. Machen wir noch einen Weg. Und dann haben wir zwei davon. So, keine Pflanze ausgewählt, Aktion gesperrt. Ja, das ist halt doof, weil ich würde gerne noch welche auswählen, aber ich kann ja nicht. Entfernen, nö, pflücken, haben wir gesagt. Nee, warte, trimmen. Zunderkerne. Was ist denn wichtiger für uns? Ich hab's echt immer noch nicht hundertprozentig gecheckt, wie das jetzt funktioniert. Ah, wir müssen noch mehr analysieren. Das ist irgendwie strange. Wir können hier noch ein bisschen was analysieren. Erstanalyse. Was können wir denn noch? Die hatten wir eigentlich schon. Ich glaube, wir können da nicht noch mehr analysieren. Was gibt es denn noch für... Das ist ein anderer Busch als der oder ist das da eine andere Größe? Machen wir einfach nochmal mit. Dass sie was zu tun haben. Ah ja, hier ist noch so ein neuer Baum. Gibt es da noch einen näher dran? Ja, der hier oben. Den können wir nochmal untersuchen für die erste Analyse. Was ist das? Keine Ahnung. Können wir alles analysieren. So, hier kann jetzt jemand mal arbeiten. So, und jetzt möchte ich das, genau, pflücken. Zack. Und jetzt, so, ah, okay. Die sind jetzt hier in Reichweite. Bam, 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 bam. Okay. So, da geht das jetzt. Und was können wir jetzt hier unten noch machen? Vielleicht müssen wir das jetzt ändern hier. Ich weiß es nicht genau. Abbrechen. Was Neues machen. Trimmen. Okay, und, alles klar. Die können immer nur eine Sache machen. Und dann... Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Trimmst du mal hier die Johnnies? So. Oh, wir haben einen neuen Analysebericht. Das wollen wir auf keinen Fall. Warte mal, was ist das? Ist der Zundersproß? Was hatte ich jetzt über den Zundersproß in Erfahrung gebracht? Ich muss mal kurz Pause machen. Der Zundersproß, gib mir mal ihr Buch des Wissens. Zundersproß, da ist er. Und zwar haben wir Trimmen. Ah ja, genau, da kriegen wir Zunderkerne. Das ist das gleiche wie Ernten, ne? Ja, beziehungsweise Rinde kriegen wir dafür bei Pflücken. Ja, machen wir jetzt mal, machen wir erstmal so, wie es ist. Gut, dann müssen wir jetzt 20 Wasserbären sammeln. Da sind wir auch gerade auf einem guten Wege. Das machen die hier in der Erntehütte. Machen wir ein bisschen schneller. Hallo Lady. Ich habe gehört, du bist gut angekommen in Wien, das freut mich. So. Warum wird hier nicht gebaut? Haben wir nicht genug Steine? Das kann ein Grund sein. Da müssen wir hier mehr ernten. Oder entfernen, besser gesagt. Diese Steine. So. Hol die mal alle. Brauchen wir. Die werden in ins Lagerhaus gebracht. Ein bisschen mehr einlagern. Ein neuer Analysebericht. Ja. Das wird schon alles in Richtigkeit haben. Oh, wir haben zu wenig Wohnraum. Wir müssen eh nochmal nachbauen. Obwohl, das Ding ist gleich fertig, aber wir werden gleich genug Steine haben. Dann bauen wir hier einfach noch eins.
Die holen jetzt hier, guck mal, da ist das Gestein, alles klar, bringen das hier ins Lagerhaus. Können wir auch mal auf 100 gehen, nicht, dass sie das dann liegen lassen. Und dann, ja, da werden sie schon hier beliefert mit Stein und können das Gebäude zu Ende führen, zu Ende bauen. Neuer Analysebericht. So, das ist fertig. Jetzt ist gleich hier niemand mehr obdachlos. Das ist sehr gut. Wichtig, dass da die Leute nicht auf der Straße oder dem heißen, verpesteten Wüstensand leben müssen. Das ist fertig. Und wie sieht das mit den Bäumen aus? Können wir hier noch irgendwas... Das ist zu weit weg, oder? Ja. Das ist zu weit weg. Die werden hier getrimmt. Aber die überleben dann ja, ne? Genau, die überleben. Was ist unser nächstes Ziel? Ist gar nicht mehr eingeblendet. Questlog. 20 Bären. Ah, noch 2 Bären, dann haben wir das geschafft, okay? Ah, da wird geerntet, das müsste reichen. Guck mal, der holt die. Ah, alles klar. Haben wir auch, sehr gut. Ressourcenveredelung. Oh, jetzt kommen ja so die komplexeren Prozesse. Um bestimmte Ressourcen zu erhalten, muss eine Veredelungsphase durchlaufen werden. Zum Beispiel Werkzeuge, die in der Schmiede hergestellt werden, oder Mahlzeiten verbraucht von Bürgern, die in der Küche zubereitet werden. Bestimmte vielseitige Produktionsgebäude können mehrere Ressourcen herstellen. Produktionsmodule ermöglichen es dir, die Ressource auszuwählen, die du produzieren willst. Außerdem wählst du die Produktionsmethode, indem du das entsprechende Rezept auswählst. So kannst du die in deiner Umgebung verfügbaren Ressourcen nutzen. Na, das ist doch klasse. Die Produktionsgeschwindigkeit des Gebäudes hängt von seiner Effizienz ab, die hauptsächlich von der Zahl der dort aktiven Bürger beeinflusst wird. Boni oder Mali, die sich auf Effizienz, Ressourcenkosten und Ertrag auswirken können, Einfluss auf Rezepte haben. Diese können verschiedene Ursprünge haben. Durch Forschung freigeschaltete Boni aufgrund von Nähe zu anderen Gebäuden oder Mali wegen schlechtem Wetter. Küche, Schmiede, einfache Mahlzeiten, Werkzeuge. Ja, wir haben eine Menge vor uns. Können wir hier noch dem irgendwas zu tun geben? Erstmal nicht. Wie ist das denn, wenn ich jetzt wechsle? Wenn ich jetzt sage... Wenn ich jetzt... Was haben wir denn noch? Trim und pflücken. Trim. Was ist das? Also wir können jetzt... Das sind aber unsere Büsche. Das wollen wir ja nicht trimmen. Komme ich da ran? Da kriege ich dann so Zweige, aber ich will ja an die Bären ran. Ah, doch. Das passt. Ja, gut. Ah, sogar. Warte. Ja, das ist ja fantastisch. Dann pflück die doch einfach mal alle. Alle, die du siehst, denn Bären sind sehr wichtig. Guck. Das ist bei vielen Aufbauspielen, dass Bären immer das Rückgrat der Nahrungsindustrie sind zu Beginn eines Spiels. Bevor man dann anfängt, Bauernhöfe und so zu bauen, dann wird das irgendwann nicht mehr so wichtig. Aber die Bären sind immer zu Beginn überlebensnotwendig. Habe ich die hier schon? Hä? Hast du die schon nachgewachsen gerade, oder was? Keine Ahnung. Ja, die sind leer, aber die sind voll. Okay, so, dann glaube ich, bauen wir nochmal ein Lagerhaus, ne? Werden hier denn auch Lebensmittel gelagert oder brauche ich ein eigenes Lebensmittellager? Oder kommen die in den Keller? Ja, die kommen in den Keller. So, Wasserbären... Die holen die Leute sich ja und essen die dann. Gut. Dann Küche, Schmiede und so weiter. Das haben wir ja dann hier wahrscheinlich. Was haben wir da? Die Küche. Küche und die Schmiede. Aber die müssen ja nicht zusammen hin. Die Küche können wir... 1, 2, 3, 4. So.
Was ist da? Ach, da wächst so ein kleiner Busch. Wollen wir den entfernen? Ja, ich glaube, den entfernen wir. Entfernen Sie diesen Busch. Und dann können wir da die Küche bauen. Bitte entfernen Sie sofort diesen kleinen Busch. Er ist im Weg. Der Busch ist im Weg. Sehr gut, gepflückt. Dann bup, kommst du dahin. Und die Schmiede. Also dafür brauchen wir Wasser, dann diese komischen Zweige und Steine. Deswegen kommt die Schmiede mal. Ah, wir müssen natürlich gucken, dass die. Haben wir auch Wasser? Vielleicht können wir die sogar so ein bisschen hier hin machen, die Schmiede. Die braucht Wasser und diese komischen Pflanzen. Zugang zum Lagerhaus wäre nicht schlecht. Ich weiß nicht genau, was die Reichweite jetzt mir sagt. Ob die zuliefernden Betriebe oder ob das Lagerhaus oder was auch immer, was muss in Reichweite sein oder sind es die Pflanzen? Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch besser, das direkt am Lagerhaus zu bauen. Das ist schon okay. Das ist direkt am Lagerhaus, finde ich immer, ist eine gute Idee. So. Und wir bauen nochmal ein Wohnhaus. Aus Stein. Alles so ein bisschen an der Industrie. Ich hoffe, dass die sich smart ansiedeln. Also irgendein Umzugsfeature muss es noch geben. Das kann man ja nicht alles vorausplanen. Wer wo arbeitet. Also, das wäre schon schön. Ah, warte mal. Ist es tatsächlich möglich, dass die sich automatisch einen geeigneten Wohnort suchen? Das wäre natürlich klasse. Wenn die sich so anordnen, wie es Sinn ergibt. Das wäre sehr gut. Dann bin ich ja richtig motiviert zu sagen... Oh, habe ich mich hier verzählt? Oh, ich habe mich verzählt. Wie kann mir das denn passieren? Wir wollen da noch einen... Kurze Wege sind gut. So, jetzt 10 Werkzeuge und 40 Mahlzeiten. Hat er noch irgendwas zu tun hier? Was kann er denn nochmal analysieren? Haben wir irgendwas Neues? Was wir noch nicht analysiert haben? Diese Bäume haben wir doch schon gehabt, oder? Den hatten wir doch schon mal. Hier ist nichts mehr. Nichts mehr zu analysieren. Egal. Dann machen wir mal schneller. Komm, Schmiede, let's go. Was ist zuerst fertig? Schmiede oder... Ah, die Küche ist zuerst fertig. Ey, was war das denn? Das wollte ich gar nicht. So, da muss natürlich jetzt jemand arbeiten. Sehr nah dran, das ist super. Die, aus irgendeinem Grund habe ich da diese Straße, das wollte ich nicht. Okay. Und die arbeitet und produziert jetzt was genau? Sie kann den Beereneintopf machen, dazu brauchen wir Gemüse und Wasser. Was hast du denn noch? Eine Grütze. Das Zeug fehlt uns ja. Pilzsuppe fehlt uns. Oh, das können wir gut machen, den Aschepfannkuchen. Weil wir haben eigentlich alles davon. Diese Zunderkerze haben wir geerntet. Was ist das letzte? Knollenkonfit. Nee, das geht nicht. Aber Beereneintopf fehlt uns das. Aber das ist dann das, was wir am ehesten machen können. Wir haben doch... Ja, Wasser haben wir in jedem Fall. Bisschen wenig, ne? Bisschen wenig Wasser. Können wir dann nochmal wieder was trimmen? Warte, das wäre dann hier bei der Erntehütte trimmen, genau. Was kann man noch? Das ist schon alles in Trimmung. Was ist hier? Da ist noch Trimmung möglich. Bisschen weit weg vielleicht, aber hey. So, trimmen das mal.
Gucken, ob das was bringt. Und dann haben wir die, ja genau, die Küche, die macht das und die Schmiede. Was schmiedet die Schmiede? Zweige brauchen wir. Und dann können wir Werkzeuge bauen. Okay. Kühlung mit Trinkwasser, Steinbearbeitung. Kriegen wir auch Werkzeuge raus. Ja, dann machen wir vielleicht erstmal das. Wieso, was fehlt uns denn? Nee, ich wollte gerade sagen, kannst du auch hier loslegen. Aber Steine sind natürlich endlich. Diese Pflanzen kann man, die wachsen ja eher noch nach. Also, die müssen wir entfernen. Ja, das ist schon markiert, ne? Oder? Ist das markiert? Die holen wir uns auch noch. Da müssen wir aufpassen, wenn nicht die ganzen Steine jetzt verschmieden. Ich glaube, auf Sicht ist es besser, mit diesen Pflanzen zu arbeiten. Na, die haben ja schon zu tun. Na gut. 40 einfache Mahlzeiten. Ist das eine einfache Mahlzeit? Ja, oder? Ja. Gut, das wird jetzt hier gemacht. Dann machen wir die Zeit schneller. Gibt neuen Analysebericht. Fällen, ja. Da brauchen wir aber vielleicht noch eine dritte Erntehütte. Lass das mal noch machen. Und zwar bauen wir die Erntehütte hier unten vielleicht hin. So. Und dann noch ein Haus. Direkt neben die Erntehütte. Dann können die da einziehen und haben kurze Wege. Das gefällt mir gut. So, was ist mit den Werkzeugen? Was ist das Problem? Gleich fertig. Dauert das heute ewig. Wie viele Leute arbeiten gerade nicht? Oh, wir haben zwei Kinder. Das ist gut. Erntehütte ist fertig. Sehr schön. Da müssen wir da jemanden reinsetzen. Und ja, was ist das jetzt hier? Der Utterfinger. Warte, was war da mal mit dem Utterfinger? Das können wir ja gucken, wenn wir auf das Feldlabor gehen und dann hier auf das Wissensdings. Dann können wir uns den Utterfinger angucken. Ah, okay, da kriegen wir die Samen. Wenn wir es trimmen, die stirbt dann. Mehr gibt's nicht. Okay, verstehe. Aber können wir die nicht ernten? Vielleicht können wir das nochmal weiter analysieren. Und sagen, wir machen nochmal eine weitere Analyse zu diesen Utterfingern. Möglicherweise haben wir noch neue Erkenntnisse und können dann doch noch irgendwas ernten bei denen. Ansonsten sage ich jetzt erstmal ganz stumpf, entfernen wir mal welche davon und sammeln die und dann schauen wir mal, ob irgendwas in der Zwischenzeit noch dazukommt an Erkenntnissen. So, können wir hier irgendwas pflücken? Ne, das haben wir schon. Was ist mit Trim? Oh ja, das... Ah ne, warte, dann geht die ja nur ein. Das wollen wir natürlich nicht machen. Na, die Bäume können wir nicht trimmen, leider. Die können wir nur entfernen. Oh, was ist das? Hä? Ja, ne, okay. Nicht so spannend. Können wir höchstens beim Pflücken helfen. Haben wir ja schon hier. Okay, das wird übertragen. Ja, dann können wir einen Baum fällen. Wir können jetzt wirklich so einen Schattenbaum. Was haben wir für Erkenntnisse über den Schattenbaum? Gibt's nur Fällen. Ja. Was willst du machen? Dann entfernen wir mal so einen Schattenbaum. Vielleicht den direkt vor unserer Nase. Gucken, was das bringt. Yo. Also, Küche macht gute Sachen. Wie viele Leute sind gerade arbeitslos? Na, ist schon okay. Zwei Leute machen nichts. Die müssen dann schleppen und bauen und so. Ne? Wenn ich das richtig interpretiere, sind 12 bei der Arbeit, 2 haben andere Aufgaben. Ja, wir brauchen genug Leute ohne Aufgaben. 2 ist schon recht wenig.
Okay, der macht, guckt sich das nochmal an, alles klar. Dann lass uns nochmal ein bisschen die Zeit beschleunigen. Steinhaus ist fertig, der wohnt noch hier, der soll mal umziehen. Neues Haus ist fertig, kannst umziehen. Wie sieht das aus mit den Bären? Oh, wir haben super viele Bären. Ich glaube auch, das ist dann die Anzahl, die hier eingelagert bleiben soll, ne? Also, wir haben genug von diesen Bären, um leckere Sachen zu machen, aber 30. So, was haben wir jetzt noch? Nichts Neues leider. Okay, das ist alles, das wussten wir alles schon. Wir brauchen diese komische Pflanze. Könnte man die hier nicht ernten? Auch, warte mal. Wir gehen mal auf die Erntehütte. Machen mal Trim weg und machen stattdessen mal Pflück. Na, genau. Ah, nee, okay, da kriegen wir diese Rinde. Oh, wir sind fertig. Guck. Fürs Erste haben wir genug, um zu überleben. Aber das nackte Überleben wird nicht genügen, um die Bürger zu motivieren. Viele beschweren sich bereits. Und jetzt? Warum sollen wir täglich schuften, nur um eine Essensration und einen Schluck Wasser zu bekommen? Um die Bevölkerung zu motivieren und um die Gemeinschaft wieder zum Leben zu erwecken, wird es Zeit, dieses Lager zu einer echten Stadt auszubauen. Wir müssen Einrichtungen planen und bauen, die der Freizeit und Geselligkeit gewidmet sind. Jetzt wird's kompliziert. Grundbedürfnisse. Du weißt jetzt, wie du den Nahrungs- und Trinkwasserbedarf deiner Bürger erfüllst. Ihre Grundbedürfnisse sind also aktiviert. Ohne Nahrung oder Trinkwasser können sie unter Mangelernährung oder Flüssigkeitsmangel leiden. Das wollen wir natürlich nicht. Wenn dieser Status anhält, können sie an einer schwächelnden Krankheit leiden oder sogar verhungern oder verdursten. Wenn ein Bürger leidet, arbeitet er und bewegt sich langsamer. Krankheiten können in der Krankenstation behandelt werden. Wenn der Bürger ein zweites Mal mit der gleichen Krankheit infiziert wird, hat dieses einen schweren Verlauf und erfordert dringende Behandlung, um den Tod des Patienten zu verhindern. Sobald du für das Überleben deiner Bürger gesorgt hast, wird es Zeit, dass du eine Stadt konzipierst, deren Architektur Sinn ergibt und in der man angenehm leben kann. Du kannst anfangen, einen Bezirk zu bauen, in dem du als erstes einen Platz anlegst. Ah. Okay. Gebäude gehören zu den Bezirken mit dem nächstgelegenen Platz. In jedem Bezirk muss ein bestimmtes Gebäude vorhanden sein, damit es diesen Bezirk auch gibt. Jetzt wird's interessant. Guck mal. Jetzt wird's aber ganz schön komplex. Kantine haben wir noch nicht gebaut. Was sind die denn jetzt? Diese Plätze. Platz der Kultur. Platz der Kultur. Mehr nicht bislang. Platz der Kultur. Okay. Ja, finde ich gut. Aber wo sollst du hin? Das ist natürlich jetzt vier. Nee, direkt neben. Nee. Die Kultur gehört nicht direkt neben das Klärwerk. Das ist ja Quatsch. Kultur. Könnte ich einfach. Hier oben hinsetzen. Komm, wir bauen das mal hier oben hin. So. Platz der Kultur. Wir werden sehen. Platz der Kultur. Die sind eifrig dabei. Und was passiert dann? Kultur ist immer gut. So, wollen wir den Baum hier nochmal entfernen. Kriegen wir ein bisschen Holz und so. Ist gut. Das können wir auch wegmachen. Kriegen wir diese Samen. 200 Bezirkspunkte. Schließe einen Bezirk Freizeitbezirk ab. Ah ja, Kultur haben wir schon. Und jetzt müssen wir noch einen Freizeitbezirk. Oh, die Uhr tickt hier ganz schön. So, Freizeitbezirk. Wo bist du denn? Also das ist eine Kantine. Hier gibt es nicht nur tägliche Mahlzeiten. Es werden auch fertige Gerichte in die nähere Umgebung ausgeliefert. Ja, eine Kantine so neben die Küche ist doch ganz sinnvoll.
Hier sieht man den Einzugsbereich der Kantine. Dann nehmen wir alles mit. Können natürlich auch hier so in die Mitte setzen. Aber das machen wir nicht. Das hat eine sehr gute Reichweite. Das passt. Und dann können wir hier noch eine Straße zwischensetzen. So. Gut, gut. Dann, let's go. Schmiede schmiedet. Küche kocht. Was können wir denn jetzt mittlerweile? Was ist denn mit diesem, mit dem Bäreneintopf? Da fehlen uns diese Dinger. Was ist das genau? Das Gemüse. Ich weiß nicht genau, wo wir das herkriegen. Wir bleiben mal bei dem Apfelpfannkuchen. Aschepfannkuchen. Oh, neuer Zyklus. Gemäßigte Jahreszeit. Was ist das hier? Kann man das abreißen? Was ist das genau? Nee, ne? Das ist irgendeine Formation. Das ist gleich fertig. 82, dann, was ist hier mit der Quest? Das müsste ein Freizeitbezirk sein und dann 200 Bezirkpunkte. Okay. So, was haben wir denn hier? 1500. Die Entwicklungspunkte eines Bezirks ergeben sich aus der Summe aller Punkte der einzelnen Komponenten. So, was haben wir denn hier? Botschaft. Sphärenforum. Bibliothek. Historischer Bezirk. Bezirksauswahl. Wähle eine Bezirksart für diesen Ort. Historischer Bezirk. Ein Bezirk zu Ehren unserer Vergangenheit und zur Bewahrung des Wissens der heutigen Zeit. Plus 1 Position im Kulturgebäude. Ein Bezirk für die Ausstellung fertiger Werke und die Entwicklung von unfertigen Kunstwerken. Brauchen wir Kunstgalerie und Steinhaus. Da brauchen wir Halle des Wissens und ein Steinhaus. 10 Kultur. Oder Freizeit, Kantine und Steinhaus. Das haben wir eigentlich. Haben wir alles. Das haben wir natürlich nicht. Und das haben wir natürlich nicht. Aber sonst haben wir alles. Also eigentlich können wir nur das, nur Freizeitbezug gerade machen. Okay, der ist fertig. Kantine. Einfache Mahlzeiten. Das sind ja diese Dinger, diese Pfannkuchen da, die wir machen. Das ist gut. Da freuen die Leute sich, dann sind die happy. Wie sieht das hier aus mit... Ja, oh, 10 Leute machen andere Aufgaben. Hier muss auch niemand eingestellt werden. Das ist gar nicht schlecht. So, 120. Wir brauchen was? 200 Bezirkspunkte. Wir müssen noch irgendwas anderes machen hier. Wie viele verschiedene Sachen kann man denn da machen? Was ist jetzt das? Wenn ich das anklicke, passiert gar nichts. Teebar. Was kann man dann hier noch bauen? Kann ich die Bezirke, muss ich die spezialisieren? Ist das ein bisschen wie bei Civilization? Die anderen Sachen konnten wir noch gar nicht machen. Ich kann noch einen Platz der Kultur bauen. Kann ich dann da was anderes spezialisieren? Ich weiß es nicht genau. Die anderen kann ich ja noch nicht machen. Das gibt mir plus 100 pro Zyklus oder was? Die anderen Sachen kann ich leider noch nicht bauen. Ja, wir müssen brauchen mehr Komponenten noch in diesem Bezirk. Stinkend. Gebäude. Ah, okay, das ist ein Malus. Weil hier zu viele Fabriken in der Nähe sind, das gefällt ihnen gar nicht. Minus 50. Das ist natürlich blöd. Gut zu wissen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie die Schmiede stört oder... Ah, die Schmiede ist... So, come on, ist die noch im Einzugsgebiet? Weil hier... Nö, das ist gemein. Guck mal, weil die kleine Ecke vom Blasebalg ist noch im Einzugsgebiet des Kulturzentrums. Deswegen gibt es jetzt einen Malus. Das ist doch... Nö, das finde ich nicht okay. Da halte ich gegen. Das finde ich blöd. Das finde ich richtig blöd.
Und hier ist noch ein stinkender Uterfinger, ist auch irgendwo in der Nähe. Den können wir mal wegreißen. Das ist der Zundersproß. Wo ist denn der Uterfinger? Den reißen wir einfach ab. Wo bist du? Ich sehe nicht mal einen. Das waren noch diese Quäklinge da, diese da. Uterfinger, da ist sogar keiner. Oder ist das nicht so, wie ich mir das gerade denke, dass es ist? Schönes Paar. In jedem Fall muss da noch ein bisschen was passieren, sonst kriegen wir nicht genug. Vielleicht muss ich noch ein zweites Kulturzentrum bauen. Ein 40 Stein, das ist ja nicht so teuer. Ich glaube, wir müssen einfach noch einen bauen. Teebar können wir uns... Ich baue einfach noch einen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktioniert. Was ist denn, wenn ich jetzt hier noch so einen hinsetze? Das ist doch eigentlich ein guter Ort. Auch wenn da vielleicht stinkende Uterfinger nerven. Aber dann haben wir zwei Kulturzentren, dann können sie auch rivalisierende Kulturen ausbilden. Das ist auch ein bisschen wichtig, dass man Konkurrenz hat, unterschiedliche Denkstrukturen, unterschiedliche Denkschulen sich ausprägen können. Dann gibt es Konkurrenz, dann gibt es Streit, dann gibt es Kulturkampf. Das will man ja. Komm, wir machen ein bisschen schneller, bauen mal aus und schauen mal, ob wir dann hier die 200 Bezirkspunkte bekommen. Wenn ich da jetzt vielleicht sogar noch einfach genau das gleiche normal baue. Irgendwas anderes kann ich ja noch nicht errichten. Warte mal. Das ist neu. Oh, okay, warte. Jetzt doch, warte mal hier. Bank, Tisch, Kultur. Bodenplan. Okay, pass auf. Wir können... Wo warst du? Das hier, das ist die Krankenstation. Ey! Ja, ich will die Krankenstation errichten. Warum geht das nicht? Hallo? Ey! So, jetzt. Die hat auch ein begrenztes Einzugsgebiet. Ja, das müsste eigentlich reichen. Könnte sie auch mitten in die Mitte setzen. Wäre auch nicht schlecht. Aber warum? Hier ist sie doch gut aufgehoben. Können alle kommen. Haben wir nach oben, nach Norden hin noch ein bisschen Ausbaureserve. Finde ich gut. Machen wir genau so. Oh no, da ist der kleine Busch. Ja gut. Den können wir natürlich nicht abreißen. Das ist ein heiliger Busch. So, Platz der Kultur. Jetzt können wir nämlich Halle des Wissens haben wir noch nicht. Aber hier, warte. Was können wir jetzt bauen? Kunstgalerie, Halle des Wissens, Kantine. Wir können wieder nur das machen. Aber ich will mal was anderes bauen. Geht das denn? Nee. Brauche ich die Kunstgalerie, aber die kann ich noch nicht bauen. Die habe ich halt noch nicht. Da habe ich auch nur das Feldlabor. Schade. Ist noch nicht da. Also es ist ja auch eine Early Access, also es kann immer noch sein, dass gewisse Gebäude einfach noch nicht drin sind. Ne? So, hier so ein Dingsbums. Das könnten wir auch einfach in die Mitte setzen. Schattiges Plätzchen für alle. Ja, hier am besten wahrscheinlich, ne? Mach mal. Guck mal hier. Da kriegen wir nämlich Pünktchen für. Jetzt sind wir doch schon über 100. Ah, das ist natürlich kacke hier. Wie viele Punkte haben wir denn jetzt?
100? Wir haben sogar weniger? Wir haben was abgezogen bekommen. Das ist ja einfach nur fürchterlich. Ja, wir haben einfach die Sachen nicht, die wir brauchen. Halle des Wissens, geht alles nicht. Wir können noch einen Freizeitbezirk machen und jetzt? Das ist ja genau das gleiche, dann nochmal. Ne, damit bin ich unzufrieden. 150, okay. Also das hat ein bisschen was gebracht, das Sonnendach. Krankenstation hat nichts gebracht. Ah, ist jetzt erst fertig, okay. Sehr gut. Gibt das Kultur? Nö, natürlich ist kein Kulturgebäude. Was ist denn mit solchen Sachen hier? Wir bauen einfach alles. Ah, hier, schau. Und... Was ist das? Hier ist Kultur, einfach ohne Ende Kultur. Kulturblock. Das muss doch auch was bringen. Bau mal. Nö. Bringt keinerlei Kultur. Das ist schade. Das ist niemanden so wirklich interessiert. Was haben wir hier? Vogelnest. Straßenlaterne. Und Stadtbanner. Ist immer wichtig. Aber was man nicht unterschätzen darf, ist... schöne Laterne, die das Ganze in ein fröhliches Licht taucht. Mehr kann ich nicht für euch tun. Das ist hier echt, das ist total blöd. Und das ist der Uterfinger hier. Ich weiß nicht, wo der Uterfinger ist. Das ist ein Uterfinger, aber die sind außerhalb der Reichweite. Den können wir vielleicht hier fällen. Nieder mit dem Uterfinger. Das meine ich. Zack. Hauen Sie den Uterfinger weg. Weitere Uterfinger sehe ich nicht. Ah, das können wir noch machen. Warum denn nicht? Warte, entfernen. Entschuldigung, das ist das. Ich hab's gleich gesagt. Das nehmen wir nochmal mit. Das sind diese Artefakte, diese Ruinen. Uterfinger muss sofort weg. Stinkt ganz doll. Macht nur Dreck. Ja, Kultur 170 haben wir jetzt. Starke Leistung. Liegt das vielleicht an der, an dem Uterfinger, der weg ist? Nee. Kantine und Steinhäuser. Das ist alles plus. Ah ja, guck mal, doch, warte mal. Ah, wohl, nee, das ist hier. Das finde ich echt so schade mit dieser Schmiede. Minus 50. Ah, okay, weil das ist nicht nur das. Vulkanbaum, Steinfeige, Kohlstaude. Verstehe, es ist ja gar nicht nur der Baum. Es sind nur andere Unannehmlichkeiten, die hier im Weg stehen. Aber das ist ja wohl keine... Das ist der Zuckerspross. Der stört sich niemand dran. Wo ist diese Kohlstaude? Die Bäume, das wollen die auch nicht haben. Ich sehe aber nichts. Das sind alles gute Sachen. Was ist das? Nix. Komisch. Schattenbaum, das ist doch nicht mal der Vulkanbaum, das ist ein Schattenbaum. Tja, das kann niemand so richtig wissen, was da jetzt das Problem ist. Aber wir müssen auf 200 kommen und haben sonst nichts mehr. Bewässerungskanäle bringen auch was. Fruchttragend bringt ein bisschen was. Schattenspendend. Ah, okay, das gibt ja immerhin auch ein bisschen. Obwohl, da haben wir 0 von 8.
Großes Haus und Steinhaus. Ah, hier sowas können wir noch bauen. Guck. Das hier. So ein Tisch. Oh, so einen schönen Tisch. Hier vielleicht. Das gefällt uns. Mal gucken, was die dazu sagen. Brunnen, Sonnendach. Plus 50. Das gibt dann ja 20. Und Straßenlaternen haben wir ja auch schon gebaut. Wo war die jetzt? Straßenlaterne. Haben wir hier noch irgendwo toten Raum? Hier vielleicht. Hier können wir auch eine Laterne setzen. Und bringt das auch irgendwas? Was haben wir hier noch? So eine kleine Bank. Zwei Bänke. Drei Bänke. So, jetzt, wie sieht's jetzt aus? 190. Komm mal, und die Lampe muss auch noch was bringen. 190, dreh durch. Endlich! So, wir sind vorangekommen. Wohnraumzufriedenheit. Das Wohlbefinden deiner Bürger steht im direkten Zusammenhang mit ihrer Wohnqualität. Über die Grundbedürfnisse hinaus wird die Wohnqualität anhand von Zugang zu Wohlbefinden, sozialen Interaktionen, kulturellen Räumen und Orten des Lernens bewertet. Bestimmte Gebäude verteilen Zugriffspunkte für alle Zellen in ihrer Reichweite. So gewähren Schulen beispielsweise um sich herum einen Zugriffsbonus für Wissen. Das ist gut zu wissen. In diesem Tutorial konzentrieren wir uns nun nur auf den Zugang zu Wohlbefinden. Die Punktezahl für Wohlbefinden ist abhängig von der Nähe zur Vegetation, dem Vorhandensein von Wasserstellen, der Oberfläche im Schatten. Das ist gut, da kann ich ja überall diese Schattendinger einbauen. Konsultiere die Heatmap für das Wohlbefinden, um die passenden Orte zu finden. Beachte die Gebäudeinfos im Baumenü, um zu wissen, welche sich auf das Wohlbefinden auswirken. Baue dieses Gebäude. Also, Duftgarten. Ich soll einen Duftgarten bauen. Duftgarten. Wie wär's denn hier? So? Finde ich gut. Duftgarten und... So, dann bauen wir den Duftgarten jetzt. Vier Bürger sollen da ran. Hab ein Haus mit Stufe 10 in Wohlbefinden. Ja. Zufriedenheit. Kapazität. Noch ein leerer Platz. Naja. Wir machen mal schnell. Ja. Da wird's gezimmert. Die Dinger hier, einem anklicken. Ist klar. Keine Arbeit dazu bewiesen. Krankenstation. Ja, da muss natürlich jemand hin. Ist ja klar. So, das Ding ist hier gleich fertig. Der Duftgarten. Das sieht schön aus, oder? Mit diesen Sonnensegeln. Das muss wunderbar darin riechen. So, jetzt müssen wir vier Leute zuweisen. Ich weiß gar nicht, ob wir genug Leute haben überhaupt. So, haben wir auch geschafft. Ruf des Unbekannten. Den Bürgern ist ein ungewöhnliches Phänomen aufgefallen. Ein heller, chaotisch blinkender Punkt, der nur nachts sichtbar ist. Sie fürchten, es könnte sich um ein Notsignal handeln. Zahlreiche Freiwillige haben darum gebeten, Nachforschungen anzustellen und wenn nötig eine Rettungsaktion zu organisieren. Wählen wir ein paar Entdecker und rüsten sie für die Reise aus. Neue Horizonte. Zwei Systeme prägen den Fortschritt im Spiel, indem sie neue Möglichkeiten schaffen. Forschung und Erkundung. Zu Beginn einer neuen Partie sind die meisten Gebäude nicht zugänglich und müssen mit Forschungsprojekten entdeckt werden. Forschung kann zudem Gebäudeeffekte freischalten, wie beispielsweise Boni oder neue Aufgaben. Ich sehe. Okay, Technologie und Kultur.
Durch das Erkunden der Welt erhältst du Gelegenheit, wichtige Entdeckungen zu machen. Neben dem Finden von Ressourcen und neuen Bürgern können Entdecker auch auf neue Pflanzen stoßen, um sie in ihre Umgebung zu integrieren, sowie kostbares Wissen, das sich in Tafeln befindet. Allerdings sind Expeditionen sowohl teuer als auch riskant. Bürger, die auf Expeditionen geschickt werden, müssen schwierige und potenziell gefährliche Entscheidungen treffen. Zeitauswahlrisiken. Okay, jetzt wollen die, dass wir ein Forschungszentrum bauen. Guck mal, jetzt so langsam kommen hier die ganzen neuen Gebäude rein. Forschungszentrum. Guck. Jetzt wird's interessant. Wir können vielleicht nochmal die andere Seite ein bisschen bestücken hier mit neuen Gebäuden. Damit die Arbeitswege nicht so lang sind. Diese Erntehütte hat gerade ein bisschen lame gerade. Vielleicht müssen wir auch mal neue Gebäude noch errichten. Noch ist niemand obdachlos, ne? Aber irgendwann vielleicht mal. Müssen wir vorausplanen. Dann müssen wir noch eine Erkundungshütte bauen. Was ist die denn? Strategie? Da. Ne, oh, Marktplatz. Oh, Marktplatz. Marktplätze müssen immer in der Mitte sein, eigentlich. Können wir hier noch reinquetschen? Hier geht nicht wegen blödem Stein. Könnte aber den Weg wegmachen. Aber dann müsste natürlich auch der Busch da weg. Na gut. So langsam kommen hier die neuen Sachen hinzu. Ja, also wie gesagt, hier würde gehen... Ah ne, da ist der... Ja, so... Na, doch, so würde gehen. Dann müssen wir... Kriegen wir aber da oben keinen... Keine Straße, die müssen wir dann um den Felsen herumführen. Ja, bin ich nicht so riesiger Fan von gerade, aber könnte man machen. Oder halt hier unten dann. Neben dem Klärwerk. Ach nee, das geht nicht. Wir können auch eine neue Mitte bauen. Hier. Na gut. So langsam wird klar, wie das hier funktioniert. Wir machen an der Stelle trotzdem eine Pause. Bob. Das ist Synergy. Gerade auf Steam, Very Early Access. Ich weiß gar nicht, ob das schon für alle Leute freigegeben ist. Aber ich glaube, dass wir so langsam an einen Punkt kommen, wo sich die Komplexität des Spiels zeigt. Das vieles ist jetzt erstmal so basic gewesen, aber jetzt mit diesen Kulturzentren, dann mit dem Erkunden, mit diesen Forschungssachen und so weiter, da kommen jetzt so langsam wirklich mehr Dinge noch dazu, die dann, finde ich, auch aufzeigen, dass hinter dieser süßen, putzigen Fassade ein ernstzunehmendes Spiel steckt. Viel von dem, was in anderen Genrevertretern auch zu finden ist, findet man hier auch. Ich glaube, dass ich dann die Unterscheidung wirklich erst im weiteren Spielverlauf dann bemerkbar macht, wenn es dann ans Erkunden geht und so. Deswegen habe ich das auf jeden Fall weiter im Auge. Es ist ja bei Early Access Sachen so, und darum wird ja auch zu Beginn des Spiels im Menü direkt gebeten, dass da noch Sachen fehlen und viele Features, Gebäude, Funktionen eben erst später nachgereicht werden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal eure Meinung hinterlasst. Ist das was für euch? Seid ihr ein bisschen übersättigt vielleicht auch von dem Genre? Es gibt ja mittlerweile wirklich sehr viele Städtebausimulationen, die sich dann doch irgendwo ähneln. Habt ihr einen Favoriten? Was ist euer Lieblingstitel aus diesem Genre? Schreibt mir das alles. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen.